Hallihallo, meine Lieben. Heute habe ich einen kleinen Online-Haul für euch. Und zwar habe ich bei dem Online-Shop T-Mart bestellt. Das wird jetzt den meisten von euch nicht sagen. Das ist ein amerikanischer Online-Shop. Ich musste jetzt auch 3 Wochen auf mein Zeug, was ich bestellt habe, warten. Und dann habe ich nochmal bei Kleiderkreisel mir was gekauft gehabt und bei H&M. Damit fange ich jetzt sofort auch an. Und zwar habe ich mir dann eine neue Handtasche gekauft. Mit der habe ich schon im Laden total geliebäugelt. Aber ich hatte noch 5 Euro Gutschein für Online-Shop und noch 25%. Also habe ich für die Tasche jetzt noch 10 Euro bezahlt, die eigentlich 19 kostet. Und es ist so ein total tolles Neonrot-Pink-Ton. Und die kann ich mir umhängen mit einer Schlaufe oder die hat auch nur solche Henkelchen. Und die finde ich sowas von cool. Also die hat mir schon im Laden total gefallen und deswegen musste ich die jetzt einfach haben. Und ich finde die so schön und bin jetzt total happy, dass ich sie habe. Und ja. Dann komme ich jetzt zu T-Mart. Da habe ich mir zum einen eine neue Handyhülle gekauft für mein Galaxy S2. Das ist so eine total coole pinke. Die ist so leicht transparent. Und die fasst sich auch total schön an. Also die ist hier ganz glatt und innen so ein bisschen rauer. Und ich finde auch das Pink sehr schön. Die hat gekostet, ich glaube, 1,39 € oder so. Also die waren total günstig. Fast alle Sachen dort waren total günstig. Dann habe ich mir 5 Mascaras bestellt. Und zwar einmal diese hier. Das ist die Flash-Lash-Effekt-Mascara. Die sieht so aus. Die hat, glaube ich, was hat die gekostet? Ich weiß nicht, die war total günstig da. Also die kamen alle unter 2 Euro. Dann habe ich diese gekauft. Das ist die False Lash Volume Express Flash Lash irgendwas. Die hat so eine geschwungene Bürste. Und ja, ich teste ja gern Mascaras und deswegen habe ich die mitgestellt. Dann so eine gelbe. Magnum Volume Ultra Kombi Waterproof Gedöns Mascara. Die hat, oh, die ist ein bisschen klebrig. Die hat auch so ein geschwungenes Bürstchen. Dann noch eine in so ein bisschen Helena Rubin-Style mäßigen Optik. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Die finde ich von allen mit am besten. Und die, die da noch kommt. Die hat auch ein relativ ansprechendes Bürstchen, muss ich sagen. Nicht so dick, aber dafür schön dicht. Die finde ich sehr, sehr schön. Und dann noch diese hier. Das ist eine Volume Curl Effect Blub Mascara. Blub. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Die ist auch optisch sehr hübsch, muss ich sagen. Also das ist hier wirklich sehr, sehr schön gemacht mit diesem Leo-Muster. Und die sieht auch wirklich sehr schön vom Bürstchen aus. Das ist ein Gummibürstchen und das gefällt mir sehr gut. Ja. Dann habe ich mir außerdem noch eine Kette bestellt. Die habe ich auch schon mal. Diese Pfauenkette. Und ich mag die ja total gerne. Und habe jetzt mir noch eine andere Farbe bestellt. Die ist so türkis und lila, also sommerlich. Kamera fokussiert gerade wieder ein bisschen mies. Warte mal, ich probiere es nochmal. Jetzt sieht es gut. Ja. Und dann habe ich mir noch ein neues Portemonnaie bestellt in Louis Vuitton Optik. Das haben sie auch sehr schön genäht, also steht auf einer Seite auf dem Kopf, wie es sein muss. Und fand ich auch sehr schön, weil es ist relativ groß und es ist auch von innen relativ gut geräumig. Und ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Das hat 8 Euro gekostet. Ja. Dann habe ich mir 2 neue Tücher bestellt. Und zwar kamen die pro Stück 2,50 Euro und da konnte ich nicht widerstehen. Also ich habe 5 Euro für beide bezahlt. Dann habe ich zum einen hier so ein neongelbes relativ großes, also ein Loop ist das. Und der hat so ein, ja, der ist so weiß und hat so ein, ich weiß nicht, wie man dazu sagt,
Boho-Muster, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, so kringeliges Muster jedenfalls. Also ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, aber ich fand es ganz schön. Und wenn man den so zusammennimmt, dann sieht ja auch eher aus, dass der komplett neongelb ist, als wie so ein mit diesem Muster. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir noch einen in Leo-Muster bestellt, in Neon-Orange. Und der ist auf einer Seite halt so bräunlich und auf der anderen Seite so orange-rot. Und den, er ist auch relativ groß. Ebenfalls ein Loop und den fand ich auch sehr, sehr schön. So, der würde, glaube ich, auch heute gut zu meinem Outfit passen. Könnte ich mal umlegen. Ja, also fand ich, wie gesagt, auch sehr, sehr schön. Und für 2,50, da kann man definitiv nicht meckern. So, und jetzt kommt noch meine Kiste von Kleiderkreisel. Und da hatte ich mir nochmal Nagellacke bestellt. Da habe ich ein total schönes Schnäppchenangebot gemacht. Und zwar hat da jemand, ich glaube, 28 oder 29 Nagellacke verkauft. Und da waren 4 OPI und 4 Art Deco mit dabei. Und ich habe für das Set mit Versandkosten 15 Euro bezahlt. Also, ich glaube, die hat es als Päckchen verschickt. Als Päckchen, also 4,10 Euro Versand. Und da kann man sagen, also ich habe 11,90 Euro bezahlt. Und das ist echt ein Spitzenpreis für so viele Nagellack. Und vor allen Dingen OPI, wo einer ja schon 16 normalerweise kostet. Und das sind auch neue. Ich fange jetzt mal querbeet an, was da alles so mit dabei ist. Einmal einer von Maybelline, ein Express Finish 40 Stunden Lack. Von denen habe ich noch keine. Ich habe aber schon viel Gutes davon gehört, aber mal schauen. Dann ein OPI, nein Quatsch, ein P2 030 Virgin. Dann jetzt ein OPI Acryl Nay Basic Coat. Ja, das ist so ein weißer. Dann ein P2 Color Victim 249 Dangerous. So ein Grünton. Auch so ein bisschen, wie sagt man, Petrol. Dann ein total cooles Blau von P2, die 191 Gigantic. Und das ist ein echt cooler Blauton. So richtiger, knalliger Blauton. Den finde ich sehr, sehr schön. Dann noch ein OPI. Das ist die Farbe Coralla Berry Jew. Und das ist ein knalliges Pink. Den habe ich leider schon. Da muss ich mal sehen, ob ich den vielleicht bei Kleiderkreisel tausche oder so. Und dann eine Farbe, die finde ich auch sehr, sehr schön. Die habe ich noch nie gesehen. Glowing in the Dark Astral Lights. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Overbase Coat. Shake well, form the best result aptly. Keine Ahnung. 5 Dollar hat er auf jeden Fall gekostet. Das ist auf jeden Fall so ein schönes Candy-Rosa mit Glitzer. Also keine Ahnung, wo der herkommt. Den finde ich aber total schön. Dann ist einer von Claire's drin. Ein schönes sommerliches Poolblau, würde ich sagen. Das ist die Farbe True Blue. Auch sehr, sehr schön. Dann ein Catrice Cosmetics Lack, die 130 Lucky in Lilac. Dann ein Manhattan Quick Dry 60 Sekunden 11A, also das ist ein Weiß. Dann einer von LCN, da habe ich auch noch keine. Die Farbe, keine Ahnung, 309 vielleicht. Auf jeden Fall so ein Karamellton. Dann einer von Flomar, die 428, das ist ein Braun. Dann einer von Marie Louis, ist auch ein Weißer, die Nummer 2, kenne ich nicht. Wird wahrscheinlich irgendeine günstige Marke sein. Dann ein Essence Color & Go aus dem alten Sortiment, die 51 Mellow Yellow. Dann einer von Manhattan, den finde ich auch ganz niedlich. Crazy Colors Limited Edition. Hat keine Farbnummer, ist jedenfalls so ein Silbergrau-Glitzer-Blub-Gedöns-Lack.
Dann einer von Calzedonia, Made in Italy. Kenne ich auch nicht. Violet Vendetta heißt die Farbe. Ein dunkles Beerenlila. Dann ein Schwarz von P2, die 500 Eternal. Eternal. Also ein Schwarz. Dann nochmal von LCN ein, keine Ahnung, 316 vielleicht. Das ist so ein Ton, wie es von Chanel gibt, so ein Braun mit Lila Schimmer. Ich glaube, das seht ihr. Auch sehr, sehr schön. Dann noch ein P2, die 110 Dating Time, die finde ich auch sehr, sehr schön. Ein Blutrot. Sehr schöne Farbe. Und dann von Catrice die 160 Sweet My Sweets. Den habe ich selber schon. Ich glaube, meine Mama aber geschenkt. Das ist so ein Rosa mit so einem leichten lila Schimmer. Dann noch ein OPI-Lack, die 8 Berries in the Canaries. Keine Ahnung, das ist auch so ein lila Pink-Mischungston. Plupp. Keine Ahnung, aber auch sehr, sehr schön. Dann ein kleiner von Art Deco, die 32. Das ist so ein Braunton, Braun-Rotton. Noch einer von Art Deco, die 41 Ceramic. Das ist auch so ein lila Ton. Ich weiß nicht, ob die so ähnlich sind. Nein, die sind ein bisschen unterschiedlich. Aber diese Person stand auf jeden Fall auf solche Töne, würde ich nämlich dezent mal sagen. Dann noch einer von Art Deco, die 221. Da stehen keine Namen drauf. Das ist ein schöner Grünton. Und noch ein weißer von Art Deco, da die 338. Und dann haben wir noch einen von LCN, die Nummer 4. Das ist ein Grauton. Und noch einer von LCN, die 261, ein knalliges Pink. Und der letzte ist ein OPI, und zwar Well All's Wear Have Paris. Das ist ein dunkler lila Rotton. So. Die Kiste ist leer, das waren die ganzen Lacke. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass einer fehlt, der auf dem Bild mit drauf war, und zwar von P2, ein Glowing in the Dark Lack. Habe ich gemerkt, als ich hier das Glowing in the Dark gelesen habe. Aber es ist nicht so schlimm, weil die Hälfte dieser Lacke werde ich sowieso nicht behalten, sondern wahrscheinlich verkaufen, verschenken oder so. Weil, wie gesagt, ich habe schon viele Lacke. Ich habe das hauptsächlich wegen den vier OPI-Lacken gekauft, weil das wirklich ein Top-Angebot war. Und ja. So, das war's von meinem Online-Haul. Wie gesagt, ich kann euch diesen Online-Shop T-Mark mal unten rein verlinken, aber wer nicht gern auf seine Sachen wartet, weil das kommt teilweise aus Amerika, aus China und sonst woher am Ende der Welt. Und deswegen ist der Versand unheimlich lang. Ich hatte mich auch gewundert, es stand 24 Stunden Versand, aber das war absolut nicht der Fall. Und die haben sehr günstige Sachen, Kosmetik, Kleidung, technische Artikel und Taschen, alles, Corsagen, keine Ahnung, alles, was ihr euch eigentlich vorstellen könnt, haben die da. Aber wie gesagt, es ist günstig, aber sehr lange Wartezeiten durch den Versand. Aber wen das nicht stört, okay, ich werde es auf jeden Fall unten rein verlinken. Ihr könnt es euch ja mal angucken. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald. Tschüss!